hat Pirettenfunken schon lieber gemacht. Und ich zum Beispiel mit einer Stutz abgefahren gegen den Bahnhof. Habe ich erst gemerkt, dass die Bremse auch nicht geht. Dort habe ich einen Schuss bekommen. Es ist gerade das Zöglein gekommen, hat mich der Lokführer gesehen, hätte man können ausweichen. Dort beim Pausiger, wo ich nicht bin, im Wasser. 14 Meter unter dem Himmel. Dreimal stotziger als senkrecht. Hat doch Pausiger, mein Meister, der Morgen gemeint, er sollte ihm noch schnell helfen, holzen, kannst du denken, oder? Er soll selber unter den Tannen kommen. Ja, aber dann gibt es weniger als die Bude. Vorher gibt es nur, dann gibt es viel zu wenig. Komm, ein bisschen nachher zu mir. Ach, ja, seht ihr, sollst du anstehen? Komm, ein bisschen nachher. Ach, auch auf eine Deal-Kontrolle. Wenn ich nur nicht schon in vierter Klasse wäre draussen. Ich habe nicht schon müssen, aber ich tue das Rest müssen. First Date. Ja, das hat die Date meine meiste Frau gesehen, Frau Bausiger. Hast du früher ist das mit du breite Schönste gesehen? Bausiger hat jetzt im Kofferraum für die Zungen legen. Das ist Geiss. Was wir Knechten nachher müssen Geissenfleisch fressen. Mit der Woche haben wir genug Geissenfleisch. Und die Vorderwoche hat doch Bausiger da ja dumm. Er hat doch den mit dem Traktor Pferl im Ohren verwischt. Haben sie die müssen töten, Nordschlacht? Weil wir Knechten das schmutzigste alles überkommen. Von dem Morgen bis zu da raus. Jetzt ist eben gerade Mutter schlecht weg und bin ich gegangen. Dort, wo ich eigentlich herkomme, sind wir unsere drei Brüdchen. Wir haben ein Salz zusammen Haus, nur der Friedl heisst Götter. Ich bin der Gescheite von allem. Die anderen zwei sind in der dritten Klasse aus der Schule. Ich habe das Bach bis in die vierte. Aber eben, ich bin dann schon 18. Ich bin in der vierten Klasse, ist die Lehrerin verrückt worden wegen mir. Hat sie mich angepackt, was schaust du mich immer so an? Dann hat er gesagt, du Lehrer, ich möchte dich heiraten. Dann hat er mir gesagt, was stellst du dir eigentlich noch vor? Wenn schon, wollte ich denn nicht das Kind? Dann hat er gesagt, ich würde schon aufpassen. Ja, wir haben,
studiert. Fred und ich sind Knecht geworden und gehen durch die Maucher gustiert. Und der Fred hat am Abend angefangen als Knecht, das weiss ich noch. Hat es dort scheint gerade Röstung gegeben, zum Morgen. Hat der Fred der gesagt, oh, Meisterfrau, das ist der tiptop Röstung, die ist der Fein. Das sind auch ganz besonders gute Herdöpfel. Die ist ja verrückt. Dann sieht das blöd gestöhnt, Röstung, Herdöpfel, Herdöpfel. Dann hat der Fried gesagt, hingegen, das stimmt alles auch nicht. Beim Bauer, den ich vorher habe, war die Röstung so schlecht gewesen. Ich aber noch müssen Käse geben. Ja, heute Morgen habe ich, als ich fortfahren wollte, bin ich etwas zu früh abgebogen, habe ich den Gring angeschlagen, an der Telefonstange. Jetzt hättest du etwas. Da hat es nichts. Einfach da. Hallo. Die Melchfett anmachen. Geh du hat angefangen an einem Ort, als Melcher, weiss ich noch, hat erschien. Hat eine Kuh wollen anrüsten für das Melchen am Morgen früh. Hat die dann so elend geschaupert. Wie der Götti ist, ist aber so noch laut, der hat den Scheich an den Boden angenagelt. Und der hat, weil er gelernt hat, sie nimmt den Schwanz um den Ring umgeliehen. Dann hat er gesagt, geht's noch? He? Dann hat er im Ecke hing das Taburett genommen, bei der Kuh hinten hergestellt, den Schwanz will in die Luche bringen. Aber die Schnur ist kurz gesehen. Dann hat er die Hosenträger abgehängt, um zu verlängern. Und er sich gestreckt hat, hat die Hosen abgehängt. Genau, dann ist gerade die Bühne reingegangen. Sie glaubt heute noch nicht, dass der Götti wollte. Ja, das war gut, der Backuhung nicht. Das ist nicht lang gegangen, ist auch mal der Nachbar. Ich sagte, Pauski, du hast mich beschissen mit dem Sauros. Der sich schlägt und schlägt und schlägt. Vor drei Wochen hat er mit dem Knecht geschlagen. Das ist gängig noch im Spital. Letzte Woche hat es die Magd gebracht. Die ist wüst, zwei gute Blumenscheichen. Jetzt schlage ich ihn auch, aber zu tot. Ich sagte, du darfst auch so ein schönes Düsseldorf. Das kannst du denken. Gehst du mit dem auf Kilper gehen? Zum Uri Macher Vögeli. Dem habe ich vor drei Wochen einen Regulator gegeben, um ihn zu machen. Der schlägt sich da auch nicht. Ich hatte Freude gehabt, der Nachbar hat ihm alles gewünscht mit der Kuh. Magd und ich hätte mit ihm zum Monisau für ihn zuzulassen. Das ist nicht gegangen. Hast du eine dumme Kuh gesehen? Die hat auch bis auf gestöpft. Wir sind nie hergekommen mit dem Mann. Wir haben alles gemacht, was man kann. Alles für nichts, alles für nichts. Magst du nicht wissen, doch wie? Alles für nichts. Dann haben wir es dem Pausiger gesagt. Und dann ist der verrückt worden, der Pausiger. Am Nachbarn gesagt, jetzt hast du mich verwünscht mit der Kuh. Die ist für nichts, die ist für gar nichts. Da bin ich mit ihr zum Moni wollen. Die hat etwas gegen einen Moni. Die tut scheint so blöd gegen einen Moni. Also richtig eklig gegen einen Moni. Sogar boshaft, zanksüchtig gegen einen Moni. Gell, die hast du von Mackie Wiel? Er hat gesagt, ja, warum weißt du das? Er hat gesagt, meine Frau, komm doch mal von dir.